Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Onin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich weiß nicht, was drin ist, ist ein Geschenk. Und das werden wir jetzt einfach mal auspacken. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, deswegen sage ich ihn lieber nicht. Kam gestern schon, aber gestern hatte ich nicht die Zeit, Video zu machen, weil der Postbote kam, wo wir gerade raus sind, die Kleine holen. Und ich guck mal nicht hin. Wo wir raus sind, die Kleine holen. Ich mache mal so, dass ich nicht sehe. Wo wir die Kleine geholt haben. Und dann habe ich das hier hingelegt. Und dann waren wir ja einkaufen, Schuhe gucken, weil die Kleine für die Turnhalle Schuhe braucht. Mit weißer Sohle. Und also Larifari, ihr kennt das ja. Dann Kind spielen, hast nicht gesehen, Armbrot essen. Und dann war es halt so spät, weil die Kleine auch ewig nicht einschlafen wollte und ins Bett wollte und noch hier und da und hast nicht gesehen, dass ich dann halt gleich an PC zum Streamen gegangen bin. Wir haben einen Zombie-Modus weitergemacht. Da war nicht die Zeit. Aber jetzt ist die Zeit und jetzt gucken wir mal rein. Ich mache erstmal Augen zu. Zettel, die gucke ich mir gleich an. Ein viereckiger Karton. Ich zeige euch das erstmal. Ich hoffe, ihr seht das. Ihr könnt noch nicht. Alter Schalter. Limited Edition DualSense Fortnite. Die haben einen Fortnite-Controller. Gibt es einen Fortnite-Controller in der Limited Edition? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ist ja geil. Der Fisch ist drauf, die Banane ist drauf, der Fortnite-Schriftzug ist drauf. Seht ihr? So. Ja, der Fische und die Banane sind ja so Sachen, die immer wieder kommen bei Halloween. Und das, Sie sehen, bei Midas-Karten war die Banane golden und bei Halloween war sie so halb ausgepackt. Und geil. Und dann machen wir ein extra Unboxing noch. Der sieht ja heftig geil aus. Das Blau ist so ein schönes Blau. Hier ist ein Totenkopf. Ich gucke gerade mal, was man hier noch so erkennen könnte. Ach, hier sind auch Smileys von den komischen Bären. Den gab es ja auch als Skin. Die Katze ist auch mit bei. Hier. Das ist der Katzenskin. Also so ein Smiley vom Katzenskin. Ich hoffe, ihr könntet erkennen. GG One, also wie gesagt, hinten halt die Banane drauf und der Fisch. Da dann nochmal Fortnite-Schriftzug und da, upala, da nochmal Banane und Fisch. Geile Sache. Ey, der sieht richtig cool aus. Wenn ihr das Video seht, ich weiß nicht, wann es rauskommt, entweder waren die anderen schon oder kommen erst noch. Ich habe noch so Wandhalter jetzt gekriegt, habe auch, wie gesagt, Videos dazu gemacht. Die will ich über meinem Monitor eine Wand machen. Und dann habe ich auch noch so ein PlayStation-Zeichen mit Halter. Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Von der Reihenfolge her. Und da will ich dann den Astrobot-Controller und da will ich den dann so platzieren, dass die dann so drauf sind, so hinter Monitor oben an der Wand, dass man die dann sieht. Sieht bestimmt voll geil aus. Vor allem die Limited Edition. Weil ich habe hier keine Vitrine. Der Schrank ist voll. Das ist die einzige Vitrine, die ich habe. Da sind meine Gläser und so. Und hier ist alles offen. Also ich habe halt nicht die Möglichkeit, das irgendwie zur Schau zu stellen, vernünftig. Obwohl, ich könnte hier oben den Schrank aufräumen. Der ist ja beleuchtet. Aufräumen klingt jetzt doof, aber halt gucken, wie ich das ein bisschen umbaue oder umstelle. Vielleicht die Totenköpfe raus. Und dann
Ich habe ja so einen durchsichtigen Standfuß oder Controllerhalter und die denn da reinmachen, damit die dann bei dem PlayStation-Bild mit bei sind. Muss ich mein Odin weg und ja, von Dings, die Totenkopfnonne. Müssen wir mal gucken, wie ich das hier am besten umstellen kann. Figuren vielleicht nach oben, dass ich dann halt hier den Controller halt da noch mit dazu machen kann. Ich glaube, der kommt ganz gut da. Denke ich mal. Müssen wir mal gucken. Boah, hier sieht richtig geil aus. Ich kann aber jetzt gerade nicht sehen, was da drauf steht. Unten. Drop-in. Redrop-in oder so. Drop. Muss ich gleich sehen, wenn ich ihn auspacke. Da machen wir auf jeden Fall jetzt erstmal ein extra Video. Erstmal ein fettes Dankeschön für den richtig geilen Controller. Der sieht richtig geil aus. Ich bin immer noch ein bisschen perplex, Entschuldigung. Geile Sache. Ja, jetzt machen wir da jetzt gleich erstmal ein Unboxing. Entschuldigung, ich bin ein bisschen perplex, weil also damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Das schmeißt mich da ein bisschen aus dem Konzept. Voll geil. Voll der Hammer. So, aber nichtsdestotrotz sehen wir uns gleich im Unboxing-Video. Und dann gucken wir uns den mal genauer an. Und dann habe ich wieder einen Controller mit einem besseren Akku, weil der weiße, der hält jetzt wirklich, also der Originale, der mit bei war, oder war der, den ich nachgekauft habe? Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht, ob der weiße, der kaputt ist, jetzt nachgekaufter oder der erste war, der bei der PS5 mit bei war. Also der Standard-Controller. Jedenfalls, da hält der Akku eine Stunde. Wenn überhaupt. Wenn er komplett voll geladen ist. Das ist nicht mehr schön. Das ist überhaupt nicht mehr schön. Das ist richtig nervig. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen uns gleich im Unboxing. Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.